Hallo meine Liebe, willkommen zurück zu Disco Elysium. Und ja, gerade eben kam im Tipp, ja, wir sollen doch eine Plastiktüte in die Hand nehmen und Flaschen sammeln. Finde ich voll cool. Das sollten wir auf jeden Fall machen, Flaschen sammeln. Denn, wer weiß, Fußspuren im Staub, visuelles Kalkülmittel. Diese Sachen hier, die können wir alle nochmal machen. Ja, wir können hier im Spiegel uns noch unterhalten. Oh je, yeah. Der gehängte Ausdauer legendär, Willenskraft Mittel, oh, brutal, brutal. Jedenfalls die Taschenlampe nehmen wir wieder aus der Hand. Und das Brecheisen auch. Wobei, da hatten wir die Brechstange jetzt, das müssen wir mal schön gucken. Das interessiert mich jetzt, bevor wir jetzt hier irgendwie weitergehen. Gehen wir nochmal zurück nach oben. Oh, wir können da hinten durch. Okay, cool. Das machen wir aber später. Also, das machen wir später, meine Lieben. Wir versuchen. Na, komm schon. Du musst Zeit durchschlagen. Kauf dir ein Buch. Beim Lesen vergeht die Zeit wie im Flug. Na dann. Okay, jetzt kommen wir an die schlimme Stelle. Revacholl. Revacholl, sage ich, gell? Revacholl, also Entschuldigung. Da haben wir ja jetzt. Und das sind Flaschen. Und die kann man dann sammeln. Oh, cool. Ne, wie war das jetzt? Ey, wie kommt man da? Ich bin ja so mies, ey. Hier rüber. Komm, mein hakeliger Freund. Und jetzt probieren wir nochmal, hier den Container zu öffnen mit der Brechstange in der Hand. Du öffnest die Tür. Na toll, okay. Gut, das wollte ich aber jetzt nicht unprobiert gelassen haben. Unprobiert gelassen haben. Naja. Jedenfalls, die Zeit läuft uns davon. 16.08 Uhr am ersten Tag. Wir haben noch lange nicht genug Geld. Da muss jetzt irgendwie ein Wunder passieren. Oder wir müssen richtig viele Flaschen sammeln. Dafür brauchen wir erstmal die Tüte. Ja, und dann können wir ein bisschen hier unser Einkommen aufbessern. Naja, okay. Dann gehen wir jetzt runter in Richtung dieses Streiks. Und reden auch mal mit dem Streikführer. Oranje. Klasse. So, also, meine Lieben. Dann ist er jetzt dran. Bastards! We have a right to work! Okay, der Anführer des Streiksprecher. Na toll. Ihr miesen Schweine! Wir haben ein Recht auf Arbeit! Brüllt der Mann in Richtung der Hafentore. Seine Stimme ist die lauteste in der Menge und klingt für einen Mann seiner Größe eigenartig kreischend. Was ist hier los? Hier riecht es für meinen Geschmack zu sehr nach Ärger. Nee, was ist hier los? Pull up and stay frosty, everyone. Cops are here. Stay frosty, jawohl. Durchhalten und rückbleiben, Leute. Wir haben Bullenbesuch. Der Leitwolf mit den breiten Schultern dreht sich zu dir. Er überragt alle anderen hier um einen ganzen Kopf. You're to fuck with us? Be the honest worker down? Sind sie hier, um uns auf den Sack zu gehen? Um den ehrlichen Arbeiter niederzuknüppeln? Ja. 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 Nein, warum sollte ich? We're to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Okay, wir sind hier, weil wir für ein Ziel kämpfen. Und für gewöhnlich haben Bullen Probleme mit Leuten, die für ein Ziel einstehen. okay, nein, ich schätze nicht. Good, we're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Alles klar. Gut, wir kämpfen nämlich für ein Ziel. Er brüllt in Richtung der Tore. Recht auf Arbeit! Recht auf Arbeit! Besides, we're not that different. It helps the people see us talking. Cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Okay. Außerdem sind wir uns gar nicht so unähnlich. Er beugt sich zu dir vor. Es hilft, wenn die Leute uns reden sehen. Bullen und Streikbrecher in trauter Eintracht. Das zeigt, dass die Behörden auf unserer Seite sind. Baut Vertrauen auf. Okay, also sind das hier die Streikbrecher oder was? Und die möchten arbeiten. Okay.
Von was für einem Ziel reden wir? Ich glaube nicht, dass ich mich bereits auf eine Seite geschlagen habe. Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an Sie. Nee, was von Zielen? Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary and feed their families. Jawohl, wir reden vom Recht der Leute, vom Recht der Arbeiter, auf Erwerbstätigkeit, darauf Geld zu verdienen und ihre Familien zu ernähren. Mhm, okay, also ich glaube nicht, dass ich mich auf eine Seite geschlagen habe. Don't let the fat bastards print on you. Cops tend to side with the higher ups, but you're essentially still workers. Mann, haben die eine gute Sprachvertonung. Das macht mir richtig Freude zuzuhören. Also mein Liebling ist die vom Fritz Shop. Die ist ja mega toll vertont, gell? Aber er auf jeden Fall gehört auch ganz oben mit dazu. Mit leichtem Lispeln. Vielleicht wird es Zeit. Lassen Sie sich von den fetten Schweinen nicht herumschubsen. Bullen neigen dazu, sich auf die Seite der Bessergestellten zu schlagen. Aber im Grunde sind sie immer noch Arbeiter. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work. Right to work. Ich vertraue Bullen nicht, aber ich spüre, sie verstehen das. Er erhebt plötzlich seine Stimme und brüllt: Recht auf Arbeit, Recht auf Arbeit. Okay, wie auch immer. Ich habe noch Fragen an Sie. Maybe you should ask them the question. Like why we're not allowed to make a living here. Shame on you. Okay, vielleicht sollten Sie die Fragen denen nachstellen. Sie könnten zum Beispiel mal nachhaken, warum wir hier nicht unseren Lebensunterhalt bestreiten dürfen. Er brüllt in Richtung der Tore. Schämt euch. We have families to feed, you piece of shit. Ja, Mann, wir müssen unsere Familien ernähren, du mieses Stück Scheiße. Er zeigt mit dem Finger auf den Mann, der auf dem Geländer sitzt. So do we, Scab. Call me, Manana. Wir auch, Streikbrecher. Schreit der herumlungernde Mann zurück. Was ist ein Streik? Wer sind diese ganzen Streikbrecher? Welches Ziel verfolgen sie hier genau? Wer sind diese Streikbrecher? Ehrliche Männer und Frauen, und sie haben Rechte auf Arbeit. Der wiederholt sich, das haben wir jetzt schon 100-mal gehört. Darauf sich nützlich zu machen. Darauf keine Spielbälle unternehmerischer Interessen zu sein. Der Mann fährt mit einer Hand durch sein stetig grauer werdendes und militärisch geschnittenes Haar. Wir sind hier, um dabei zu helfen, den Hafenbetrieb in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Wenn die Gewerkschaftswichser nicht arbeiten wollen, sollten sie diejenigen reinlassen, die arbeiten wollen. Ich habe eine Frage. Der Lieutenant zieht ihm in die Augen. Warum hören all diese Männer auf Sie? Glauben Sie, dass Sie mir folgen, weil ich groß und laut bin? Nein. Sie folgen den Regeln des Marktes, den Regeln der Wirtschaft. Sie haben nämlich, er beginnt zu brüllen, Jobs, die erledigt werden müssen. Okay, was ist ein Streik? Bei einem Streik ist ein Haufen undankbarer, fauler Kakerlaken nicht dazu in der Lage, sich am Riemen zu reißen. Stattdessen hindert er dann andere Leute an ihrer ehrlichen Arbeit. Er bewegt sich unbehaglich in seinem Arbeitsanzug hin und her. Was wollen die Streikenden? Keine Ahnung. Sie nuscheln von Sitzungsräumen und Arbeiterrechten, während wir nach wie vor, er hebt seine Faust zum Himmel und beginnt wieder zu schreien, ein Recht auf Arbeit haben. Okay, als der Mann sich bewegt, nimmst du ziemlich definierte Bauchmuskeln unter seinem enger liegenden Oberteil wahr. Dieser Mann ist in Form. Irgendetwas an ihm ist komisch. Seine Kleidungsstücke passen nicht ganz zueinander, wirkt irgendwie unstimmig. Unstimmig? Was bedeutet das? Sein Hemd ist viel zu klein und unangenehm eng. Ja, oder? Der Arbeitsanzug hingegen scheint für einen deutlich korpulenteren Mann ausgelegt zu sein. Ein Gürtel verhindert, dass er rutscht. Okay. Ist Ihre Kleidung neu? Er ignoriert deine Frage. Stattdessen dreht er sich zu den ausgelaugten Arbeitern und reckt beide Fäuste in die Luft. Die Kleidung ist offensichtlich nicht seine eigene. Du unterhältst dich schon eine ganze Weile mit ihm. Irgendwas stimmt mit diesem Kerl nicht. Frag ihn, woher er kommt. Okay. Okay, ich muss fragen, woher kommen Sie? Was geht Sie das an? Jede Silbe trieft vor tief sitzendem Misstrauen. Ich bin neugierig. Ich werde herausfinden, was es mit diesem Streikchaos auf sich hat. Das ist reine Routine. Teil der Ermittlungen. Ja. Stehe ich unter Verdacht? Seine Augen werden schmal. Ich habe nichts verbrochen. Ich kämpfe nur für die Rechte der Leute hier. Das verstehe ich schon. Ich interessiere mich für Ihre Herkunft. Wir sind alle Arbeiter, richtig? Arbeiter halten zusammen. Ich stamme aus Eminent Domain in Shamrock und habe schon alle möglichen Gelegenheitsjobs gemacht. Ich habe schwer geschleppt, Fracht befördert, mich als Türsteher durchgeschlagen. Ich weiß, wie es läuft. Oh, Sie waren Türsteher? Wo? Ich besuche viele Bars, vielleicht ist es eine, die ich kenne. Klasse, ich kenne Bars, ich wurde schon aus mehreren rausgeworfen.
Vielleicht kommen sie mir deshalb bekannt vor. Ich bin eigentlich kein großer Freund des Alkohols, aber die Arbeit hat mich in die ein oder andere Bar geführt. In welche haben sie gearbeitet? Nee, wir wurden schon rausgeworfen aus vielen. Ich habe im Territorial gearbeitet. Sagt Ihnen der Name was? Ja, ich glaube, da war ich mal. Gerade nichts. Aber ich könnte mal dort gewesen sein. Ich habe kein besonders gutes Gedächtnis. Nee, nie davon gehört. Lügen Sie? Oh ja. Er sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. In seinem Blick flackert ein kleiner Funke Brutalität auf. Dann blinzelt er und dreht sich zu seinen Männern. Wir sind hier fertig. Ich muss einen Streik brechen. Okay. Also der ist definitiv... Right to work! Shame on you! Okay, nee, wir reden da noch mal ein bisschen weiter, gell? Hey, CRK, ich hätte noch ein paar Fragen. Ich habe noch nicht alle Fragen gestellt. Okay, er wird verärgert. Es ist gerade mehr als genug los. Stehen Sie mir diesmal weniger Zeit? Vielleicht. Der massige Mann riecht vor Skepsis. Okay. Welches Ziel verfolgen Sie hier genau? Uns wurde Arbeit versprochen. Er zeigt auf die Tore. Wir wären da drin und bei der Arbeit, wenn die Bastarde nicht die Tore geschlossen hätten. Und Sie können sich keinen Zugang verschaffen? Das Haupttor ist verriegelt. Es bräuchte schweres Geschütz, um es gewaltsam zu öffnen. Man könnte versuchen, durch das Sekretariat reinzukommen. Er zeigt auf die Treppe, die nach oben führt. Die Tür ist verschlossen. Die Wache blockiert den Weg zum Schaltpult. Und damit meine ich nicht den dürren Meskenpenner. Er zeigt auf den Hafenarbeiter, der auf der Treppe herumlungert. Ich meine Schädelvermesser, oder wie er auch immer heißt. Moment, Schädelvermesser? Haben Sie darüber nachgedacht, den Hafen zu stürmen? Zusammen mit allen? Wieso reden Sie nicht mal mit den Gewerkschaftlern? Nee. Schädelvermesser? Ja. Ja, das ist der Riese auf der Brücke, mit dem Sie geredet haben. Hat er das gesehen? Schädelvermesser. Er lässt die Arbeiter nicht vorbei. Das Schaltpult ist direkt hinter ihm. Wie schlimm kann ein Typ schon sein? Sie sehen so aus, als könnten Sie es mit ihm aufnehmen. Schlimm. Der Mann wirft dir einen wütenden Blick zu. Auf seiner schmalen Brücke hat er einen strategischen Vorteil und trainiert es der auch. Keine Ahnung, warum die Gewerkschaft so eine Tötungsmaschine da oben postiert. Aber mit dem Kerl ist nicht zu spaßen. Und meine Männer sind erschöpft und hungrig. Sie sind Arbeiter, keine Kämpfer. Okay. Haben Sie darüber nachgedacht, den Hafen zu stürmen? Zusammen mit allen? Nee, wieso reden Sie nicht mit den Gewerkschaften? Wie zivilisierte Leute meinen Sie? Der Mann kratzt sich am Kinn. Diese dreckigen Einheimischen wissen nicht mal, was zivilisiert bedeutet. Es wäre besser für die Nachbarschaft, wenn sie nach Hause gingen, jedenfalls vorerst, wenn sie sowieso nicht reinkommen. Nein, irgendwann geben sie auf oder besaufen sich, lassen den Kopf unbewacht, den Knopf unbewacht, dann schreiten wir zur Tat. Der Mann kratzt sich am Kiefer. Er ist perfekt geformt, kantig, von leichtem Bartwuchs bedeckt. Jetzt gehen wir nochmal hier durch. Da gibt es nämlich noch, hier haben sie darüber gedacht, den Hafen zu stürmen, darüber nachgedacht. Wieso unternehmen nicht stattdessen Sie etwas und verhaften die Typen? Ich bin mir sicher, dass die haufenweise kriminellen Dreck am Stecken haben. Die sehen schon so aus. Es wäre besser für die Nachbarschaft, wenn sie nach Hause gingen. Okay, auf Wiedersehen. Ah, ein Gespräch, das nicht eine ganze Folge gedauert hat, dass ich sowas noch erleben darf. Oh, da liegt Geld auf dem Boden. Lalala. 31 Cent. Hihi. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal hier rüber. Was haben wir hier? Ein Hochglanzmagazin. Die kräftigsten Männer. Diese Ausgabe enthält eine Top-10-Liste. Oh nein, alle viel attraktiver als du. Lass dich von gut aussehenden Männern nicht ins Boxhorn jagen. Das ist albern. Na dann. Jump Jams. Ein beliebtes Musikmagazin. Okay. Welcome to Revachol. Oh, welcome to Revachol. Rassistischer Lastwagen VR. Willkommen in Revachol, plärrt der rundliche Mann. Die Bemerkung ist nicht an dich gerichtet, sondern an den Lieutenant. Warum sagst du was zu meinem Partner? Hey, Revachol, sagt mir was, da befinden wir uns. Nee, warum sagen Sie das zu meinem Partner? Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island mere 300 years ago. Okay, Ihr Willkommen in Revachol können Sie stecken lassen, erwidert der Lieutenant.
Mein Großvater ist aus einer 3000 Jahre alten rassistischen und isolationistischen Kultur hergekommen. Ihre Vorfahren dagegen leben erst seit läppischen 300 auf dieser Insel. Every school of thought and government has failed in this city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Okay, in dieser Stadt haben alle Denkströmungen und alle Regierungen versagt. Aber ich liebe sie trotzdem. Sie gehört mir genauso, wie sie ihnen gehört. Was ist los? Sie klingen wütend, Kim. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Okay, er ignoriert dich. Wegen Leuten wie ihnen bleibt Revachol gespalten. Und so wird es für alle nur noch schwerer, diesen höllischen Nachkriegsschwebezustand zu überwinden. Höllisch wie? Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. Kommen Sie, Mann. Ich habe doch nur willkommen in Revachol gesagt. So reden wir Lastwagenfahrer halt. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here. That I should watch myself and behave. Ich weiß genau, was Sie gemeint haben. Sie glauben, dass Leute wie ich nicht hierher gehören. Dass ich mich vorsehen und richtig verhalten sollte. See, I'm an officer of the RCN. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Aber sehen Sie, ich bin ein Polizist der BMR und es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie sich richtig verhalten. Ich lege es Ihnen ans Herz, das im Hinterkopf zu behalten. Stille, die Luft ist angespannt. Okay. Dein Partner braucht Unterstützung. Das ist deine Chance. Der braucht keine Unterstützung. Der hat sich sehr gut selber hier verteidigt. Oder? Da haben Sie total recht, Kim. Ich bin auf Ihrer Seite. Du knupfst ihn an der Schulter. Tja, ich glaube, wir haben hier alle was gelernt. Du lächelst den Lastwagenfahrer an. Jetzt, wo das geklärt ist, hätten wir ein paar Fragen. Hahaha. Gute Frage. Ich würde es eigentlich überspringen wollen. Nee, Sie haben total recht, Kim. You two make a cute couple, you know that? Sie sind ja ein richtig schönes Pärchen, was? Der Lastwagenfahrer spuckt auf den Boden. Der Lieutenant atmet auf und wirkt irgendwie wieder so ruhig wie sonst. Jetzt, wo das geklärt ist, hätten wir ein paar Fragen. Whatever you say, officers. Officers. Wie Sie möchten, officers. Officers. Wie Sie möchten, Officers. Officers. Französisch kann man richtig schön aussprechen manchmal. Ah ja, Officer. Wie Sie möchten, Officers. Er wartet teilnahmslos, während seine Zigarette zwischen seinen Fingern klingt. Worum ging es bei diesem Streit? Was haben Sie geladen? Das wäre erstmal alles. Worum ging es bei diesem Streit? Es geht um biologischen Determinismus, Naturgesetze, die Gliederung der Rassen. Er spuckt auf den Boden. Heutzutage ist das kein besonders beliebtes Thema, jetzt wo die Koalition regiert und so. Vielleicht wollen Sie lieber das Thema wechseln, also den Kopf in den Sand stecken, wie es bei Schafen üblich ist. Das Thema wechseln, hat er gesagt. Das klingt fast wie eine Drohung. Aha, ich möchte das Rassistenzeug, das will ich gar nicht großartig jetzt wissen, ich möchte meinem Fall vorankommen. Ach, Sie sind bloß ein Rassist, das leuchtet mir ein. Ich verstehe schon, irgendjemand muss sich ja unbeliebt machen. Ich bin nicht allein damit. Ich habe Bücher gelesen. Er gestikuliert mit seiner Zigarette, um es zu unterstreichen. Der wissenschaftliche Aspekt der Rassentheorie ist bewiesen, auch wenn manche Leute es nicht akzeptieren wollen. Leute, die solche Sachen erforscht haben, sagen, dass sie und ich von Natur aus überlegen sind. Er wirft dem Lieutenant einen Blick zu. Deshalb sollten wir Okzidentalen auch das Sagen haben. Sie verstehen, welche Vorzüge das hat. Okay. Was für Gedanken haben Sie noch so? Ja, ich merke schon, was für ein Paradebeispiel für übernatürliche Überlegenheit Sie sind. Für natürliche, sorry. Aha, ich habe mir schon eine Meinung gebildet. Wollen Sie sie hören? Ja, ich kann nicht mehr. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Ach ja? Der Mann wird leicht enttäuscht, dass du dir nicht mehr von seinem Vortrag anhören willst. Ja. Okay, klar, wie Sie meinen. Ich würde lieber über was anderes reden. Tun Sie sich keinen Zwang an. Der Mann kratzt sich an seinem umfangreichen Bauch. Sie sind zwar ein Bulle, aber das wird Ihnen auch nicht helfen, der bevorstehenden Katastrophe zu entkommen. Die strenge Miene von Lieutenant Kitsuragi bleibt unverändert, aber du spürst etwas unter der Oberfläche. Er denkt sich,
Bisher zeigt er noch nicht allzu viel Charakterstärke. Hat sich rausgewunden. Was ist los? Sind deine Eier verschrumpelt? Du hättest mehrmals von dieser Straße abbiegen können, aber nein, du hast den Typen reden lassen. Und als dann die Zeit kam, um eine Entscheidung zu treffen, wolltest du in der Mitte bleiben. Du bist schwach. Jungs. Das werde ich bestraft, weil ich die mittlere Antwort genommen habe. Ey. Hör zu. Wir reden hier nochmal drüber und ich sag dir mal, was ich denke, okay? Wir machen dir das obere. Das war okay, das haben wir vorher schon genommen. So. Also. Bumm. Und jetzt hier, wissen Sie was? Für mich ist das überhaupt nicht okay. Ficken Sie sich doch. Fordern Sie Ihr Glück nicht heraus, die Witzfigur. Der Mann zieht dich angewidert an und wendet sich dann ab und ignoriert dich. Oh ja. Verdammt, das hat sich gut angefühlt. Dein Herz schlägt schnell. Du solltest öfter mal jemandem sagen, dass er sich ficken soll. Nein, das solltest du nicht. Du bist ein Gesetzesvertreter. Kim, ich glaube, ich sollte öfter mal jemandem sagen, dass er sich ficken soll. Scheiße, ja, Hurensöhne. Moral zurückgewonnen, aber die war schon voll. Gesundheit zurückgewonnen. Ach komm. Ja, so gefällst du mir. Denk immer daran, die ganze Welt ist ein Holzhaus und du bist ein gottverdammter Flammenwerfer. Oh Gott. Aber jetzt würde ich gern wissen, wo wir die Tüte herkriegen. Wo kriegen wir eine Tüte her, um endlich mal schön Flaschen zu sammeln? Ich möchte mal so richtig schön Flaschen sammeln. Waren aus dem Lastwagen liegen willkürlich verstreut in der Umgebung herum. Verpisst euch, ihr Bullenschweine! Okay, jetzt haben wir tatsächlich die Runde gedreht. Ja? Müssen wir mit ihm hier mal reden? Feeling like a traveler und nicht wie ein Gammler, wie ein Reisender? Okay. Tommy Leom. Ich bin ein Ganter, ein Jäger und Sammler und fühle mich wie ein Gammler. Der Mann murmelt vor sich hin und experimentiert mit der Betonung. Du hörst weiter zu. Hey there. Ich wäre gern ein Wandler. Also auf einem anderen Planeten, hat er gesagt, aber okay. Er hört auf und wendet sich an dich. Hallo. Hallo. Ich vertrete das Gesetz. Yes, you are, my man. Das steht fest, Mann. Er lächelt eindringlich. Er spricht jetzt nicht Französisch, er spricht jetzt Englisch. Verzeihung, mon Dieu, sacre bleu. Was ist hier los? It's a jam, my man. Ja, es ist ein Stau, Mann. Mit einer ausladenden Geste zeigt er auf die vielen Lastwagen. Ein Stau? Jam for the ages. Harbor gates of the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating. An all around clusterfuck. Yeah. Jabs agitating. Geil, Jabs agitating. Der längste Stau aller Zeiten. Die Hafentore am Ende der Straße sind verriegelt. Wir haben dafür keine Erklärung bekommen. Die Arbeiter streiken. Die Streikbrecher heizen die Stimmung an. Eine Riesenscheiße für alle Beteiligten. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo. Days upon days upon days. Long-haul limbo. Okay. Und in der Zwischenzeit sitzen wir hier alle in der Fernfahrerhölle fest. Und ein Tag folgt dem nächsten. Sein Blick geht die Straße herunter. Nach Süden. Und dem nächsten. In der Hölle? Da bin ich also. Seit wann sind Sie hier? Yeah, exactly. Ja, genau. Da sind Sie in der Hölle. Okay. Seit wann sind Sie hier? Feels near forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires. The oil and the fumes of mazut. Okay, mir kommt es ewig vor, als ob ich hier in diesem Kreisverkehr geboren worden wäre und nie etwas anderes erlebt hätte. Nur ich und das Metall und die Reifen, das Öl und die Mazutdämpfe. Sehr extravagant ausgedrückt, aber ich komme immer noch mit. Ich verstehe nicht ganz, was Sie gerade gesagt haben. Könnten Sie das nochmal sagen, aber etwas weniger schwerfällig? Na hier, extravagant ausgedrückt, yeah, ja. Imagine. It's been a whole week already. Oh Gott. Ja, stellen Sie sich das vor. Er dauert schon eine ganze Woche an, der Streik. Hinter dem Lachen verbirgt sich ein Anflug von Kummer. Also, was kann ich für Sie tun? Haben Sie ein paar Real für einen einfachen Malocher? Erzählen Sie mir mehr über diesen Streik. Wissen Sie irgendwas über den Toten? Was transportieren Sie eigentlich? Oh, eine Woche? Wo stand das? Wo stand es mit der Woche?
Bin ich jetzt dumm geworden oder was? Was heißt geworden? Immer schon gewesen, aber lebe ich es jetzt aus, die Dummheit. Nee, also wenn er eine Woche da ist, dann kann er vielleicht sogar was mitgekriegt haben. So. Haben Sie ein paar Real für einen einfachen Malocher? Was? Plötzliche finanzielle Verpflichtungen wecken ihn aus seinem Dusel. Ach nein, Geld habe ich keins. Die wollen nicht abgeschlossene Arbeit nicht bezahlen. Wer sind die? Die Bosse, Mann. Ja, ist ja auch klar, erst die Arbeit, dann die Bezahlung. Ich weiß gar nicht, für wen diese Bosse sich halten, aber das klingt nach einer guten Regelung für sie. Sie sind also pleite, verstanden. Was wollte ich noch fragen? Ja, erst Arbeit, dann Bezahlung. Klar ist das? Es ist ätzend und zwar so richtig. Vielleicht solltest du Leuten nicht sagen, dass Leute, die sie nicht ausstehen können, recht haben. Erzählen Sie mir mehr über diesen Streik. Das ist etwas, was da drüben im Hafen abgeht. Die Arbeiter haben eine Blockade organisiert, stellen Forderungen. Es geht weder rein noch raus. Was für Forderungen stellt die Gewerkschaft? Ein paar echt wilde Sachen habe ich gehört. Wie einen riesigen neuen Kran und die halbe Firma? Was genau habe ich vergessen? Sollen Sie ruhig, mir ist es recht. Ich habe auch gehört, dass ein Unterhändler in der Stadt ist, also jemand, der beim Streik verhandelt. Er oder sie müsste wissen, was da vor sich geht. Genaue Forderungen und so weiter. Ach ja, von Wild Pines. Er macht sich eine Notiz. Wir werden der Dame sicher bald über den Weg laufen. Okay, was glauben Sie, was die Firma will? Sie wollen weiterhin Geld einstreichen, Mann. Er ahmt eine klingelnde Kasse nach. Katsching! Gibt es sonst noch was ich wissen sollte? Noch was? Er überlegt, naja, das ist wirklich nicht mein Fachgebiet. Ich mache nur meine Arbeit und werde bezahlt. Ansonsten habe ich Besseres zu tun, wie wir alle. Wer ist wir? Wir Lastwagenfahrer. Camionneurs. Ein paar hängen hier noch rum und warten darauf, dass dieser Scheiß ein Ende findet. Aber die meisten haben sich verdrückt, um sich zu besaufen oder high zu werden. Oder um sich flachlegen zu lassen. Er lächelt befangen. Nicht, dass dagegen was einzuwenden wäre. Sie aber nicht? Das ist nicht mein Ding. Es ödet mich eher an, vergänglichen Genüssen nachzujagen. Ich ziehe es vor, über das Leben nachzudenken, zu beobachten, zu grübeln. Sein Blick folgt der Straße, bis hin zum Horizont. In seinen Augen funkelt etwas. Was gibt es Besseres, als vergänglichen Genüssen nachzujagen? Je vergänglicher, desto besser. Wenn einer vorbei ist, kann man gleich mit dem nächsten anfangen. was transportieren Sie eigentlich? Ach, hochreines Rauschgift. Illegale Schusswaffen, solche Sachen. Los, nimm ihn fest. Klasse, ich wollte schon immer einen Kumpel in der Unterwelt. Ha, nein, nein, war doch nur ein Witzmann. Er grinst. Fallen macht keine krummen Geschäfte. Dieses Mal besteht die Fracht hauptsächlich aus Sportartikeln. Sie wissen schon, Trainingsanzüge, solche Sachen. Meist werden sie nach Grad und in den Okzident verschifft. Obwohl wir in letzter Zeit auch ganz gute Umsätze auf dem ilmaranischen Markt erzielt haben. Okay. Ist das hinter Ihnen Ihre Maschine? Kann ich einen Falltrainingsauszug aus Ihrem Lastwagen haben? Wir verstehen uns zwar gut, aber ich kann nicht einfach Waren gratis verteilen. Das würde der Boss nicht gutheißen. Ist das hinter Ihnen Ihre Maschine? Diese Schönheit? Er zeigt mit dem Daumen auf den Lastwagen. Ja, sie ist wie ein Ausschlag, den man nicht los wird. Interessieren Sie sich für Schwerlastmaschinen? Oh, jetzt geht das Thema dorthin. Ey, das macht mich kaputt. Ja, diese Lastwagen sind schon nicht schlecht. Mich dafür interessiere? Eigentlich nicht, ich habe nur gefragt, weil, keine Ahnung, müssen Polizistenreflex sein. Nee, die sind schon nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, um große Mengen Fracht über weite Entfernungen zu transportieren. Diese fallen Trainingsanzüge müssen ja irgendwie ihren Weg zu den Jugendlichen draußen in Uamrao und La Rambute finden. Okay. Also ist, das ist es wieder, ein Flug von Traurigkeit unter seinem coolen Äußeren. Er meint, er hätte zu viel Zeit in diesem Lastwagen zugebracht. Also alles völlig legal. Ja, es sei denn, Sportartikel wurden verboten, seit ich die Fahrt angetreten habe. Verstanden. Wissen Sie jetzt was über den Toten, der hinter dem Hostel dort hängt? Er gehört nicht zu uns Fahrern, so viel weiß ich. Von uns fehlt niemand. Ansonsten habe ich nicht weiter nachgefragt. Stattdessen habe ich mir hier die Zeit vertrieben, mich beschäftigt. Womit haben Sie sich beschäftigt? Ich habe analysiert, welche fundamentalen, strukturellen und psychologischen Bedingungen sich daraus ergeben, in einem Meer von Lastwagen zusammen mit deren traurigen, niedergeschlagenen Chauffeuren festzusitzen. Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Ich bin überrascht, dass Sie nicht noch mehr Leichen am Baum hängen. Was siehst du in seinen Augen? Fehlgeschlagen, alles klar.
Sei behutsam, nicht so viel auf einmal. Es scheint um etwas Persönliches zu gehen. Okay. Erzählen Sie mir von Ihrer Seele, Mann. Sie sehen traurig los. Aus, was ist los? Spucken Sie es aus, was bedrückt Sie? Erzählen Sie mir von Ihrer Seele, Mann. Sie vertreten wirklich das Gesetz, hm? Ich verstehe ja, dass man deshalb wachsam und wissbegierig ist, aber Ihre Gesprächsfertigkeiten verbessert es nicht gerade, oder? Und schon ist seine Seele dir entschlüpft. Es ist möglich, dass Schreien nicht geholfen hat. Gesperrt, okay. Naja, gute Unterhaltung, mehr brauche ich nicht. Schauen Sie mal wieder vorbei. Zum Abschied macht er eine Geste mit zwei Fingern. Aber das mussten wir machen. Wir mussten schreien. Das war nicht zu vermeiden. Oh Gott, wir können hier hochlaufen. Wird ja immer... Oh Gott, wird ja immer... Wo kommen wir hierher? Wird ja immer besser. Oh meine Güte, das ist ein Grabstein hier. Also Leute, das artet schon wieder aus. Jeder Schritt hier artet aus. Deshalb bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt so lange. Und lasst ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich freue mich schon drauf. Und dann ergründen wir diese Geheimnisse, die sich jetzt hier befinden, weiter. Macht's gut und bis dahin. Ich freue mich auf euch. Tschüss.